Herzlich willkommen zu einem neuen Trinkabenteuer und heute geht es um eine Negroni-Variante. Um eine Negroni-Variante mit Aperol aber auch um, und das mag ungewöhnlich erscheinen, ich nenne ihn The Danish Negroni. Es ist aber ein Drink, der heißt eigentlich O'Cecil. Habe ich es richtig ausgesprochen? O'Cecil. Ich glaube sogar noch mit Ausrufezeichen. O'Cecil! Ausrufezeichen. Wichtig. Warum The Danish Negroni? Denn, also er kommt von Karl Wrangel oder Wrangel. Karl ist ein Urgestein der dänischen Barszene. Er hat im Moment eine Bar in Kopenhagen schon seit Jahren. The Barking Dog ist ein Tequila- und Mezcal-Fan und Freak. Hat mittlerweile, glaube ich, auch sogar, da war ich schon mal, das heißt Vermutaria Paloma, also es ist keine, ich glaube, da geht's eigentlich mit, also ein Laden, wo man Tequila und Mezcal kaufen kann, auch ein bisschen, also guten Alkohol in Kopenhagen, also wenn man in Kopenhagen ist, unbedingt zur Vermutaria Paloma. Aber Karl Wrangel hat vor langer Zeit, da hat er noch woanders gearbeitet, ich glaube im Oak Room, das muss so vor 10 Jahren, 2013 oder so gewesen sein, da hat er einen Drink kreiert, O'Cecil, und eigentlich ist es der dänische Negroni. Der dänische Negroni hat ein paar Besonderheiten. Im dänischen Negroni braucht man natürlich Gin. Aber im Original nimmt er Geranium. Das ist ja ein dänischer Gin, den habe ich nicht. Ich nehme hier den kraftvollen Cocktail Power Gin Rutte. Dann kommt hinein Aperol. Hip hip hurra. Was noch hineinkommt, ist Nullipra Rouge. Also ein im Original, ein französischer Wermut. Habe ich nicht in der Bar. Wir haben hier Berto, klassische italienische, kräftige Machart, so ein bisschen die Richtung wie Antica Formula, aber nicht Formula, aber ein bisschen mehr herb und ist hier so der Hauswermut, finde ich sehr geil. Wir haben Martini Rubino, sehr elegant, bringt Frucht mit, ist auch nicht ganz so wie Nullipra, weil ich finde, dieses französische Stilistik ist ein bisschen leichter, aber das kommt dem sehr nahe. Das wird auch funktionieren, aber ich habe kurz überlegt, ob man vielleicht auch Dubonnet nehmen kann, ist kein Wermut, ist aber auch ein bisschen herb, ist ein bisschen anders. Und jetzt bin ich hin und her gerissen. Aber ich würde, glaube ich, Dubonnet nehmen, einfach weil ich es kann und weil ich mal Bock drauf habe. Damit sind wir ja eigentlich beim Negroni. Wir haben eine Art Weinaperitif, Wermut, ich habe jetzt keinen Wermut genommen. Wir haben einen Gin und wir haben Aperol. Das wäre ja eigentlich ein klassischer Negroni, also Campari, aber man kann natürlich auch Aperol nehmen. Er macht aber noch eine Besonderheit. Eine Zutat, die ich für die Hausbar sehr empfehlen kann. Die ist ganz alt, ist ein bisschen wie Dubonnet, die gibt es irgendwie so hier und da mal, die kostet kein Vermögen. Ist ein geiler Bitter, ist ein Amer, ich glaube früher haben sie genannt Amer Africanes oder sowas. Das hat ein bisschen was mit der alten Geschichte der Franzosen zu tun. Die waren ja zu Kolonialzeiten und danach immer noch viel in Afrika. Und daher kommt ja auch so ein bisschen die Geschichte von Dubonnet. Und Piquant, ich glaube, diese Gattung nennt man Amer Africanes, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das ist ein Amer, ein bitter Likör. Und was der mitbringt, ist ganz viel Orange. Das ist wirklich ein ganz feines, ungewöhnliches Orangenaroma. Man denkt natürlich, nanu, Orange ist ja dunkel wie ein Bitter. Es hat auch einen Bitterton, es ist ein Amer, es hat so einen herben Ton, aber es ist ein krasser Orangen. Also eigentlich kann man es auch so ein bisschen einsetzen für, ich weiß nicht, ob man eine Piquant Margarita schon jemals versucht hat, aber das hat schon eine krasse Orangennote. Es ist sehr viel Orange, es ist China-Rinde, es ist Enzian, es ist auf jeden Fall Zucker, ist da natürlich mit drin, Karamell. Ich glaube, viel mehr ist es gar nicht. Also es ist wahrscheinlich so ein, ich weiß nicht, irgendwie ein Sirup ist da noch drin oder so. Er hat einen feinen, herben Bitterton, aber wirklich auch diese Orangenfrucht. Aber es bleibt herb und bitter, deswegen ist es ja ein Amer. Lustigerweise, die Franzosen mixen das sehr viel mit Bier. Das gibt das berühmte Picon Bière. Das ist eine Art französisches Premium-Alster. Also man gibt ein bisschen von dem Orangenbitter unten ins Bier im Sommer und zapft sich ein kleines Bier drauf. Das schmeckt extrem gut. Man muss wissen, es gibt 3 oder 4, und davon sind 2 relativ gut zu bekommen. Entschuldigung, Stilistiken von Picon.
Der Amer ist der klassischste. Früher hatte der irgendwas fast an die 40 Volumenprozent, 39 Volumenprozent Alkohol, mittlerweile runtergecuttet auf 21. Also wenn man alte Rezepte liest, das ist jetzt kein altes, aber müsste man wissen, dass das früher mehr Alkohol hatte. Dann gibt's noch den Picon Bière, es wurde extra einen entwickelt, der noch ein bisschen weniger Alkohol hat, ich glaube ein bisschen mehr Orangenaroma, ist aber sehr ähnlich. Also wenn man jetzt nur den einen bekommt, das ist ähnlich, aber nicht genau gleich. Und dann gibt's glaube ich noch den Picon Club. Der wurde mal gemacht, um den mit Weißwein zu trinken, ist auch ähnlich, aber hat noch weniger Alkohol. Also, wenn ihr Picon sucht, sucht nach Picon Amer. Das ist das Ding für die Cocktails, für die vielen großen Klassiker. Das Ding braucht man und das schmeckt auch im Bier. Das ist dann halt einfach nur ein bisschen mehr Alkohol und ein bisschen herber, aber ich finde der geilere Geschmack. So, jetzt reden wir über den dänischen Negroni, über O. Cecil, Ausrufezeichen. Und was ich an Karl mag, also ich mag viel an Karl, ist ein cooler Typ, aber der macht so ein bisschen Drinks, wie ich sie auch gerne mache. Der macht das eigentlich im Glas. Der nimmt 40 Milliliter Gin. Dann die Hälfte Campari. Habe ich Campari? Ist das gleiche Haus, aber Aperol. So. 20 Milliliter Aperol. Und jetzt wird es im Original nur die Pra Rouge sein. Ich habe mich jetzt ungewöhnlicherweise, hoffe, dass es im Ganzen nicht zu bitter wird, für 20 Milliliter Dubonnet entschieden. Und das wäre ja eigentlich so ein, ich sag mal, so ein erwachsenes Negroni-Rezept. Doppelter Anteil Gin, ein Teil Italian Bitter und ein Teil Weinaperitif. Und jetzt kommen noch die 10 cl mehr Picon hinzu. Was er noch macht, ist eigentlich im Negroni nicht üblich, ein Dash Cocktail bitte Angostura, meines Wissens, hat er zu mir zumindest geschrieben. Ich habe ihn gefragt, Karl, wie ist das Originalrezept, weil ich mir nicht sicher war, welcher Gin und welcher Wermut. Und das ist ja durchaus ein Unterschied. Jetzt hole ich mir nochmal einen zweiten feinen Eisball hier. Und wie gesagt, Karl und mich verbindet wahrscheinlich so eine Bequemlichkeit und Gelassenheit, Faulheit, einfach das im Glas zu machen, was ich toll finde. Aber man muss natürlich schön rühren, es geht ja jetzt darum, dass es kalt wird und das Ganze ein bisschen Schmelzwasser kriegt. Aus der Ziel. So, im Original gibt er Grapefruit-Zeste auf den Drink, habe ich nicht hier. Ich nehme eine Orangenzeste. Hab das schon sehr lange nicht mehr getrunken. Aber ich dachte mir, es ist Sommerzeit, es ist Negroni-Zeit, irgendwie Aperol und Campari und Sommer und wir müssen mal wieder daran. Cheers. Und das gefällt mir extrem gut. Das ist eine. Das ist geil. Jetzt muss ich das mal beschreiben. Ja, also diese, man hat natürlich diesen Mix aus, also wie Negronis, aber er ist wirklich ganz anders. Man merkt einfach, es ist eine andere Bitterkeit. Die Aperol bringt natürlich ein bisschen weniger, hat die Rhabarberfrucht. Und im Ganzen kommt es extrem fruchtig daher. Aber das Schöne ist, dass wir jetzt fast so drei feine Bittertöne haben. Aperol hat einen feinen Bitterton, Picon hat einen Bitterton und Dubonnet hat ja auch so einen ganz feinen, den ich sehr mag, Quinin-Bitterton. Und das ist also jetzt ganz leicht Frucht, Bitter, Gin ist vorne, Rote natürlich immer da. Das ist geil. Das ist sehr gut. Ich habe tatsächlich, wie gesagt, ich habe die Zutaten nicht da, ich habe es jetzt nicht mit Nullipra, aber diese Idee im Negroni vielleicht mal hier den die Medizin der französischen Armee, der französischen Fremdenlegion, das ist ja so ein bisschen die Story des Dubonnet, weil man wollte, dass die Soldaten Quinin zu sich nehmen gegen Malaria. Hat man halt wie macht man es bei Soldaten? Macht die Medizin in Alkohol und dann wird es getrunken. Das bringt eine tolle, leichte Fruchtigkeit mit. Jetzt klingelt hier irgendwas, egal. Karl Wrangel, du geiler Typ. Also ich würde sagen mit Dubonnet. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht, wenn ich es immer noch mal mit Nulli Pra Rouge finde,
Dann werde ich es nochmal nachmixen. Aber das ist wirklich eine geile Sommer-Negroni. Also, jetzt muss man natürlich mal sagen, warum nenne ich es dänisch? Habe ich das schon erklärt, weil es natürlich der dänische Bartender ist, aber es hat natürlich keine dänischen Zutaten. Im Original wäre es Geranium, geranischer Gin. Und das traut man den Dänen ja gar nicht zu. So einen geilen Sommerlupfer hier. Wer hätte daran gedacht in so einem skandinavischen Land hier? Geil, geil, geil. Also, probiert das dänische Gedankenkonstrukt von Karl Wrangel um den Negroni Eau Cecile. Ich weiß gar nicht, warum der so heißt, ehrlich gestanden. Vielleicht finde ich es nochmal raus und dann schreibe ich es unter das Videorezept auf jeden Fall auch. Wenn ihr geile Zutaten sucht, Rutte, Dubonnet, geht auf meinen Shop trinkabenteuer.de. Da gibt es sowohl mehr Rezepte als auch gute Flaschen. Oder ansonsten sind hier unten auch Links zu Produkten und falls ihr das probieren wollt. So, ich würde sagen, hier kommen noch ein paar Trinkabenteuer. Ich glaube, es ist mehr Zeit für mehr Negroni. Es macht sehr viel Sinn. Ach, die Dänen. Dänen lügen nicht. Cheers. Das ist geil. Es ist eine schräge Fruchtbitternis. Die ist ungewöhnlich. Ich werde nochmal drüber nachdenken.